Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Jugend trainiert. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen euch allen. Natürlich habe ich das auch mir erwünscht, dass wir eine so tolle Atmosphäre hier im Olympiastadion haben. Aber das hat es noch übertroffen und ich war auch gerührt, gerade bei dem Einmarsch der Sportlerinnen und Sportler hier im Olympiastadion. War ein tolles Erlebnis und wenn man sieht, mit welcher Freude die jungen Menschen hier dabei sind und eine Erwartungshaltung hatten auf die jetzt begonnenen Wettkämpfe, war schon toll. Ich finde, es ist tatsächlich wie ein kleines Olympia und das gefällt mir richtig gut. Ich bin also wirklich schwerst begeistert von der ganzen Organisation und von der Veranstaltung. Auch wie das Publikum mitgegangen ist, was alles drumherum organisiert worden ist, dass der Herr Bundespräsident da ist. Es ist echt großes Kino. Sehr aufregend, weil es für mich das erste Jahr war und auch gleichzeitig das letzte Jahr. Und dann nochmal den Sieg mit nach Hause zu nehmen, ist natürlich was Besonderes. Es gibt kein Einzelgänger im Team. Wir sind alle als Team. Alle sind wichtig. Die Augen des Spielens sind alle wichtig. Ja, ist auf alle Fälle eine gute Plattform, auch gerade über diese ganzen regionalen Veranstaltungen in den Landesfinals, dass man einfach viele junge Sportler einfach mal auch an die Sportart ranführt. Schönes Sporterlebnis gemeinsam mit Freunden und man lernt neue Leute kennen, es sind einfach alle nett und auch die Gegner, also das ist gar kein Problem, wenn man verliert oder so, also das finde ich einfach toll, dieses Gemeinschaftliche. Ich finde es relativ wichtig so, weil dadurch lernen die Behinderten, wie die Nichtbehinderten so drauf sind und die Nichtbehinderten, wie die Behinderten so drauf sind und dadurch wachsen die Kinder halt immer weiter zusammen. Ja. Wir sind stolz drauf, hier als Hauptsponsor bei dieser großartigen Veranstaltung mit dabei zu sein und wir wollen das auch zeigen. Erreiche deine eigenen Ziele, das gilt sowohl für die jungen Sportlerinnen und Sportler, für die Behinderten wie für die Nichtbehinderten und das ist ein großartiges Projekt der Inklusion und das ist eine Sache, die macht uns einfach Spaß und die kommt von Herzen und da sind wir gern dabei und nicht nur in diesem Jubiläumsjahr. Die Lok hier im Hintergrund ist jetzt natürlich ein tolles Jubiläumsgeschenk. Die bleibt nicht in den Händen von Jugend trainiert für Olympia. Sie fährt durch die Republik und wird zeigen, dass dieser Wettbewerb lebt. An unterschiedlichen Orten der Republik werden wir eben auch präsent sein. Und ich denke, das ist wirklich eine tolle Botschaft zu 50 Jahren Jugend trainiert für Olympia und Paralympics. Ich finde es so wichtig, dass Kinder oder Jugendliche gemeinsame Erlebnisse haben. Und darum geht es, glaube ich, in erster Linie hier. Viele Talente, die wir suchen, schlummern in den Regelschulen. Das heißt, gerade mit körperlichen Behinderungen, die gehen auf die ganz normalen Regelschulen und wenn eben dieses inklusive Para- und normale Leichtathletik ist, dann kann man halt sich auch erhoffen, dass darüber die Präsenz eine viel größere wird und man darüber eben auch an Schüler oder Sportler kommt, die an den Regelschulen vorzufinden sind.
total lange schon und habe tatsächlich hier einen meiner ersten Wettkämpfe auch bestritten. Damals war ich halt noch nicht in irgendeiner Auswahl oder Deutschlandauswahl so, sondern war halt einfach für meinen Verein unterwegs und für meine Schule. Und dann bin ich 12 Jahre später tatsächlich bei Olympischen Spielen gewesen. Deswegen war das sozusagen ein Traum, der sich so erfüllt hat. Viel Spaß. Also wir waren auch letztes Jahr schon dabei und vorletztes Jahr und das hat uns, also ist einfach, ja, super. Es wird immer besser. Ja. Ich selbst bin über Jugend trainiert zu meiner Sportart gekommen. Also es gab eine Volleyball-AG, die dann auch eine Schulmannschaft gestellt hat, die bei Jugend trainiert mitgemacht hat. Ich glaube, ohne Jugend trainiert wäre ich vermutlich nicht im Volleyball gelandet. Also wenn man das hier so sieht, wenn man die Wettkämpfe gesehen hat, dann kann ich nur eines sagen, es war die absolut richtige Entscheidung, dass der Bund weiter fördert.